Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Mission im Blick auf Europa. Den 15. und 16. September war auf dem Sitz von der Uni Belval ein Event über 25 Jahre Interreg. Und die Frage ist, vielleicht, was hat mit Europa zu tun? Major Interreg als Anfang ein Programm über die territoriale Zusammenarbeit, grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Und dafür habe ich mir gedacht, dass das ein guter Abhänger wäre, für eine Sendung darüber zu machen. 25. Geburtstag, wie gesagt. Und bei mir hier auf dem Plateau habe ich meinen Kollegen, meinen Freund Pascal Arimont. Pascal Arimont ist ein belgischer Kollege aus St. Witt, kennt Luxemburg ganz gut, kann auch Luxemburgisch, aber wir werden das auf Deutsch führen. Und ich habe Pascal angesprochen, weil er eigentlich im Regionalausschuss aktiv ist, sehr aktiv ist, auch im Verbraucherschutz, im Komitee, Kommission der Verbraucherschutz und Industrie, also eigentlich prädestiniert, um zu diesem Thema Stellung zu nehmen. Und Pascal, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du mitmachst bei dieser Sendung. Und ich habe dich kurz vorgestellt, wobei handelt es sich genau bei diesem Interreg-Programm? Kannst du uns das den Zuschauern vielleicht ein bisschen erklären? Erstmal Mayen an Viaset. Gut, also, dass du kommen warst. Du sprachst, dass ich Luxemburgisch spreche. Ich spreche eigentlich kein Luxemburgisch, aber ich spreche ein Dialekt. Ich komme ja aus dieser Grenzregion, da bin ich eigentlich schon beim Thema. Und meine Eltern sprechen ein Dialekt. Ich spreche ein Dialekt, das dem Luxemburgischen sehr nahe ist. Also wir könnten jetzt auf Platte schwätzen. Ja. Werden wir aber nicht tun, weil wahrscheinlich die meisten aus Luxemburg diesen Dialekt vielleicht nicht verstehen. Ich wahrscheinlich auch nicht. Du wahrscheinlich auch nicht und wir würden kein schönes Gespräch führen. Ja, Interreg ist ein Teil der Förderprogramme, die die EU hat, um, ich sag mal, Geld in Länder bzw. Gebiete zu investieren. Geld, das man aus dem Haushalt der EU nimmt. Und das sind große Beträge neben der Landwirtschaft. Oder ich glaube, es hat die Landwirtschaft jetzt sogar überstiegen. Das heißt, dass man sehr, sehr viel Geld aus dem Haushalt der EU nimmt, um einerseits förderschwache oder bzw. strukturschwache Länder zu unterstützen. Dort, wo die Leute oder wo Staaten ein Einkommen haben, was nicht dem Durchschnitt der EU entspricht. Dort will man Geld investieren, um es umzuverteilen so ein bisschen. Und dann gibt es ein Programm, das spezifisch für Grenzregionen erdacht wurde. Wenn man von Grenzregionen spricht, dann spricht man von Grenzpendlern. Meine Familie ist gespickt mit Grenzpendlern, die in Belgien wohnen und im schönen Luxemburg arbeiten. Zum Beispiel dort, wo ich herkomme, Ostbelgien, wo man Deutsch spricht, fahren pro Tag, jeden Morgen um die 3.500 Leute nach Luxemburg arbeiten. Das Gleiche gilt für Deutschland. Da hat man über 6.000 Leute, die dorthin arbeiten fahren. Und das kreiert natürlich Situationen, wo man in einem Land wohnt und in einem anderen Land arbeitet. Ich glaube, als Luxemburger kennt man diese Situationen. Absolut, ja. Man ist fast zwangsläufig ein Grenzpendler, wenn man in Luxemburg oder in Ostbelgien wohnt, weil die Grenze so nah ist. Aber was passiert an einer Grenze? Wenn man diese Grenze überschreitet, dann begibt man sich in den anderen Rechtsraum. Das heißt, es treten Probleme auf, die man, wenn man so über Europa denkt, vielleicht nicht direkt im Kopf hat. Ich arbeite in einem anderen Land, das heißt, bei mir sind andere Gesetzgebungen bezüglich Steuern, bezüglich Pension, bezüglich Kindergeld anwendbar. All diese Probleme führen dazu, dass diese Menschen in den Grenzregionen besonders sensibel sind für alles, was die europäische Integration ist. Sie erkennen den Mehrwert. Als ich noch jünger war, bin jetzt nicht so schrecklich alt, aber ich kann mich genau daran erinnern, dass man, wenn man nach Weißwampach, dem ersten Grenzort in Luxemburg, fuhr, dass man dann in Reuland, in Burg Reuland, einem Grenzpöstchen vorbei musste, wo ein Zöllner stand. Ja, durch die europäische Integration ist das alles verschwunden, aber diese Probleme in den verschiedenen Gesetzgebungen besteht. Dann hat Europa sich gedacht, beziehungsweise die Kommission, wir machen Programme spezifisch für diese Grenzregionen, um diese Hindernisse zu überwinden. Das geht in viele Bereiche über, nicht in sämtliche, aber in viele Bereiche. Es gab Förderperioden, das sind immer so Förderperioden von 6 bis 7 Jahren.
in diesen Förderperioden definiert man sich Kriterien, in welchen Bereichen man jetzt besonders diese direkt gelebte Integration fördern möchte. Umwelt, Transport ganz besonders. Viele Brücken sind mit solchen Geldern auch gefördert worden. Beidseitige Krankenhäuser wurden damit finanziert. Auch Schulen, Schulen sind damit finanziert worden. Und ich war gestern in Belval, im schönen Luxemburg, in Esch-Alzette. Und da hat man das 25-jährige Geburtsdatum dieses Programms Interreg gefeiert. Und da konnte man wirklich schön erfahren, welchen Mehrwert das auch hat, solche Programme zu machen. Es ist Geld, was die verschiedenen Projektträger erhalten, um diese Programme zu machen, um die Menschen zueinander zu bringen. Das heißt, man arbeitet über ein Projekt zusammen, man erlebt diese Unterschiede in den Rechtsgebungen, in den Gesetzgebungen, und man überbrückt sie. Und das ist das Wichtige. Ja, genau. Ich habe zum Beispiel als Europaabgeordneter jetzt seit einem Jahr habe ich eine Person, die den ganzen Tag mit diesen Grenzgängerproblemen sich rumschlägt. Ja. Dort erfährt man ganz nah, wo Europa dann noch nicht so gut funktioniert. Nicht so hundertprozentig funktioniert. Genau. Ja. Aber diese Probleme sind lösbar. Mit ein bisschen gutem Willen, mit ein bisschen europäischem Geld. Mit viel Leidenschaft und Einsatz ist das möglich. Es hat jetzt in diesem Interreg-Programm, so heißt das, hat man vorher eben viel in Investitionen in Brücken und in Schulen und in Wissenschaft, Kläranlagen, in Umweltschutz investiert. Ja. Und man hat in der letzten Förderperiode die Kriterien etwas geändert. Ich möchte das nicht zu technisch machen, aber man hat gewollt, dass, wenn man diese Projekte macht, dass im Endeffekt dadurch auch ein Mehrwert für Wachstum und Beschäftigung entsteht. Ja. Man hat das gekoppelt. Also nicht nur Projekte der Projekte willen, um diese Grenzen ein wenig mehr noch verschwinden zu lassen, sondern auch, um auf der einen und der anderen Seite der Grenze Wachstum und Beschäftigung entstehen zu lassen. Da hat man 4 Schwerpunktthemen. Das eine ist, man möchte verstärkt noch in die Forschung und Entwicklung investieren, in Universitäten, die dort Forschungsprogramme entwickeln. Man möchte verstärkt in Kommunikationstechnologien investieren. Breitband ist da immer so ein Thema. Man möchte verstärkt in der Förderung des kleinen und mittleren Unternehmertums, was ich immer sehr gut finde, die Achse der europäischen Wirtschaft investieren. Und ein letztes Schwerpunktthema ist die Reduzierung der CO2-Klimaschutz in diese Projekte investieren. Jetzt gibt es laut Eurobarometer, die fertigen ja all mögliche Daten zusammen, tragen die zusammen, fertigen Analysen, Statistiken an. Und jetzt gibt es da eigentlich eine Statistik, die sagt, dass nur ein Fünftel der Bürgerinnen und Bürger in Europa eigentlich dieses Interreg-Programm kennen. Erstens mal, wie erklärst du dir das und wie können wir dem entgegenwirken? Ein Fünftel ist ja eigentlich sehr wenig. Ein Fünftel ist sehr wenig. Man muss natürlich auch wissen, Europa sind 504 Millionen Leute mittlerweile, und es gibt Studien, die belegen, dass so um die 1 Million Menschen Grenzpendler sind in diesen 504 Millionen das Leuten. Das kommt in etwa hin. Das ist dann ein Fünftel, die direkt damit konfrontiert sind. Es ist an sich eine Zahl, die beeindruckt, die aber auch zeigt, dass viele Menschen mit Grenzen an sich nie in Berührung kommen. Ja. Genau. Du kommst jeden Tag mit der Grenze in Berührung. Jemand, der in Hessen wohnt, inmitten eines großen Landes, der in Madrid oder ich weiß nicht wo in Europa wohnt, kennt diese Probleme. Der kennt eine Grenze nur, wenn er sie mit dem Flugzeug, wenn er in Ferien fährt, überschreitet. Aber ich fahre jeden Tag quasi über Grenzen, und da kommt man damit in Berührung. Und dass diese Leute das nicht kennen, liegt vielleicht auch ein bisschen an Europa selbst. Da muss man selbstkritisch mit sich umgehen und sagen, überall, wo europäisches Geld verwandt wird oder verwendet wird, schreit man das nicht überall hin. Diese Strukturtöpfe, die hier Europa hat, das ist sehr, sehr viel Geld. Zum Beispiel, es gibt auch den ESF, den Europäischen Sozialfonds. Da wird sehr viel Geld in Wiedereingliederung von Arbeitslosen investiert. Ja, richtig. Das erhält ein Staat, der muss das kofinanzieren. Nur wenn eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme dann greift, wenn eine Person dieses Geld erhält am Ende vom Monat, die macht dann nicht die Verbindung. Da steht auf dem Auszahlungscheck auch nicht Europa drauf. Genau. Man müsste natürlich Europa dann auch besser verkaufen, um im Bewusstsein der Leute vielleicht
besser noch reinzukriegen, dass Europa doch viele gute Dinge macht und vieles Geld auch in dem Sinne umverteilt wird, von den Staaten hin zu den Leuten. Und da muss man eben ein besseres Marketing machen. Jetzt hat dieses Instrument, sage ich mal, hat jetzt, wie du gesagt hast, 25 Jahre alt ist dieses Instrument. Jetzt gibt es ja Überlegungen und auch mit Sicherheit von deiner Seite, von deinem Komitee, wie man das in Zukunft noch besser gestalten kann oder anders machen kann, derzeit angepasst und so eine Vision entwickelt für die nächsten Jahrzehnte, sage ich mal. Ja, wie, genau. Wie kann das aussehen? Wie bei vielen Projekten, die über die EU gefördert werden, gibt es ein Regelwerk. Das Regelwerk wird regelmäßig angepasst. Hier in diesen Förderperioden gibt es immer so zur Halbzeit, macht man einen Cut und sagt so, läuft es oder läuft es nicht und was können wir für die andere Halbzeit besser machen. So ähnlich wie im Fußball, wenn der Trainer in die Pause kommt und sagt, Jungs, habt schlecht gespielt, wir müssen hier das und das verändern. Umstellen, ja. Wir müssen umstellen, vielleicht einen Stürmer rausholen und Verteidiger oder umgekehrt reinbringen. Den Torwart sollte man besser nicht auswechseln. Das gibt es auch hier. Und dann gibt es für mich persönlich, was ich in den letzten Monaten wirklich erfahren habe, ist, dass die Projektträger, dass die Unternehmen, die Vereinigungen, die Mitgliedstaaten bzw. die Teilstaaten immer wieder sagen, liebe Leute dort bei den Strukturfonds, die Projekte oder das Angebot ist perfekt, wir würden gerne mitmachen, aber es ist viel zu aufwendig vom Verwaltungsaufwand her. Wir müssen fast eine Person einstellen, um ein Dossier einzureichen. Wir kriegen dann einen gewissen Betrag. Der Frist wird aber aufgefressen durch die Person, die wir da einstellen müssen. Also macht es einfacher, kontrolliert von mir aus so viel ihr möchtet, aber macht es einfacher. Das sagt mir jeder und es gibt große Projektträger wie Universitäten, die mir persönlich gesagt haben, ja, wir machen da nicht mehr mit, wenn ihr es nicht einfacher macht. Und das ist auch etwas, was wir jetzt gebetsmühlenartig an die Frau Kommissarin Kritz zu sagen, was wir ihr mitteilen. Hör mal, mach es einfacher. Sie hat sich das auf die Fahne geschrieben, es zu machen. Aber in der Politik ist man nur glaubwürdig, wenn man auch liefert. Und morgen früh wird die Frau Kritz im Ausschuss sein. Dort werden wir wieder darauf hinweisen, machen Sie, wenn Sie über die Midterm jetzt darüber nachdenken, Regeln zu ändern, machen Sie es einfacher. Machen Sie es so, dass jeder Projektträger wieder Lust hat, daran teilzunehmen. Ja. Er kriegt ja Geld. Ja. Die luxemburgische Ratspräsidentschaft hat ja auch einen Vorschlag irgendwie in diese Richtung gemacht, um die gegenseitige Prozeduren, ich sag mal Deutschland und Belgien, um das harmonischer zusammenzufügen und auch zu vereinfachen. Das geht, denke ich, in diese Richtung. Das geht genau in diese Richtung und nur so kann es gehen. Wenn jemand europäisches Geld, was er umsonst kriegt, nicht annimmt, weil er zu viele Dokumente ausfüllen muss, dann stimmt was nicht. Aber das ist so ein bisschen das europäische Übel. Ne? Dieses, weil man mit europäischem Geld besonders sorgfältig umgehen muss, weil man ständig kritisiert wird, dass Europa Geld für Dinge ausgibt, die nicht korrekt kontrolliert werden. Will man es besonders gut machen. Besonders gut. Deswegen gibt es dann auch diese Kontrollmechanismen und diese Auflagen. Das kann man aber einfacher machen. Ich meine, jemand, der in einem Betrieb arbeitet und einem solchen Projekt mitteilt, der hat keine Zeit für, 400 Seiten Dokumente auszufüllen. Genau. Das ist so. Und das muss Europa merken und das muss auch dann geändert werden. Sie sehen, liebe Zuschauer, die EU ist nicht nur Krisenbewältigung, sondern hat auch ganz konkrete Antworten und ganz konkrete Instrumente für alle politischen Bereiche. Hier einen sehr wichtigen Bereich, der eigentlich unser tägliches Leben prägt. Und die Bürgerinnen und Bürger erwarten das auch von uns, diese Vereinfachung, sage ich mal, und sinnvolle Projekte, die einen Mehrwert bringen. Und erstmal, Pascal, vielen Dank für dein Mitmachen, für die Erklärungen. Du hast wirklich sehr viel zu dieser Sendung beigetragen, den Zuschauern erklärt, anhand ganz konkreter Beispiele, wie das funktioniert. Und ich bedanke mich. An ihr, liebe Spektateuren, gebe ich merci so für noch gucken. Das kann ja am Beginn unserem Rendezvous die nächste Woche auch auf Brüssel. So, ich merci für noch gucken.